Willkommen meine lieben Freunde zurück zu Let's Play hier bei Ratchet & Clank A Crack in Time. Ja, wir machen jetzt direkt dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich ein Dankeschön an die Fans da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch bewertet haben. Und zwar, ihr könnt schon sehen, wir befinden uns erneut wieder auf dem Arenaplex, denn wir können jetzt das letzte Turnier machen, das Ranitarium-Turnier. Dort bekommen wir unsere letzte Belohnungen und dort bekommen wir auch die letzte Zonis, die wir auch unbedingt haben brauchen oder beziehungsweise die ich auch unbedingt haben möchte. In der letzten Folge haben wir die restlichen Monde in Bernelius Sektor erkundigt und ja, jetzt machen wir einfach weiter mit dem nächsten Turnier und hoffen, dass wir auch in der Folge beziehungsweise im ersten Versuch das Ranitarium Turnier zu gewinnen. Okay Leute, ich würde sagen, genug gequatscht, legen wir los. So, Meisterschaft 2, Ranitarium-Pokal, Meisterschaft 2, Feuerfest. Die Pyrowirbel wurden umprogrammiert und werden jetzt 2 Minuten lang versuchen, die Arenaplex-Energiebarriere zu durchdringen. Findere, dass 5 von ihnen durchkommen, indem du nur deine Konstrukteflinte benutzt. Alles klar, Belohnung, Zoni und 5000 Volt. Alles klar, dann würde ich sagen, nichts wie hin oder besser gesagt, auf geht's. So, ich bin bereit. Zwei Minuten, das kriegen wir schon locker hin. So, komm, keiner kommt an mir vorbei. Hey, hey, hey. Nicht so schnell. Oh shit! Oh shit! Ah, scheiße! Ah, verdammt! Ah, das ging irgendwie zu schnell. Okay, aber ich gebe so leicht nicht auf. So, das kriegen wir doch hin. Yeah.
Jawoll. Boah, aber das war auch wiederum sehr knapp. Meine Güte, bin ich froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Da kann ich mich echt beruhigen. So, jetzt geht es weiter mit giftiges Gefecht. Trotz Warnung der agorianischen Abends für Gesundheitswesen und Wasserrutschen wurde der Einsatz giftiger Gas bei Turnieren gestattet. Ein schädliches Luftgemisch strömt aus, während du nur mit deinem Schlüssel bewaffnet gegen einen wilden Kampfgrog antrittst. Alles klar. Als Belohnung bekommen wir eine Rieder, 5 Fotokarte und 10.000 Bolts. Ja, das kann ja echt lustig werden. So, wow, ach so, stimmt ja. Ich kann ja auch mit meinem Omni-Schlüssel benutzen. Das kann ja was werden. Ja, ich weiß, du bist ein Riesengorilla-Vieh. Ah, wie nett. Wir kriegen aber wenigstens Nanotech. So, das dürfte dann kein Problem für mich sein. So, komm, die Hälfte haben wir schon. Ah, bist doch nicht so gemein, wie ich so vermutet habe. Oh, das ist ja jetzt aber böse, ne? Ist der Grog etwa böse? Oh, wow. So, du bist gleich Geschichte, mein Freund. So, das war's für dich. War doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Wunderbar, das hätten wir dann auch schon mal erledigt. Jetzt geht es natürlich weiter mit der Kammerjäger. Tod durch Tetramite ist das ehrenvollste Ende, das ein agorianischer Krieger finden kann. Zu ihrem Glück hast du nun einen Omnisauger randvoll mit Nektar und einen Tetramitenbaum. Erledige deine Gegner, ohne selbst Insektenfutter zu werden. Na super. Belohnung, eine Konstrukte-Modifikationskiste und 15.000 Bolts. So, wo seid ihr denn? Ah, da sind die. So, lecker, hallo? So, hier ist Nektar. Lecker, lecker. Nom, 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 nom. Futter, Futter. Die kleinen Fresschen. Ja, jetzt wird der aufgefressen, ne? So, hier habt ihr wieder Fresschen. Wow, ey. So, ihr sollt den Kerl auffressen. Lecker, lecker. Agorianer. Agorianisches Fleisch. Darauf steht ihr doch. So, komm, noch den. Jawohl. Also ganz ehrlich, ich finde, die Herausforderungen sind doch nicht so schwer. Ja gut, bis auf das erste. Aber sonst sind die echt hier machbar. Na schön, jetzt geht es mit Schlachtfeld-Batteriebots. Die Batteriebots der agorianischen Teleporter haben rebelliert und nun strömen Massen blutdürstige Gladiatoren hervor. Zur Aktivierung des Notschalters musst du die Boots wieder in ihre Anschlüsse stecken, bevor die Zeit abläuft. Belohnung? Schatzkartomat. Oh, das können wir echt gut gebrauchen für die Suche für die Gold Bowls und 20.000 Bowls. Aber den Kartomat, den kennt man schon bereits aus jeden Ratchet & Clank Teil.
Boah, hör auf damit! Okay, noch ein. Dann habe ich es geschafft. So. Geschafft. Geil. Da habe ich ja meinen schönen Shatsukatomat. Oh Gott, Leute. Letzte Herausforderung. Zu viel des Guten. Die Agorianische haben eine so gefährliche Herausforderung kreiert, dass sie von Terrachnoiden statt Stick-Konsortium als unmöglich beteiligt wurde. Für den Sieg musst du 20 Runden erbitterten Kampf einen hungrigen Kampfgrog sowie den gemeinsten Hydra-Panzer diesen diesseits des Veteranennebels überleben. Ach du Scheiße. Als Belohnung bekommen wir einen Chimpomat und 25.000 Boots. Ob ich das packen kann, das werden wir jetzt sehen. Und das mit 20 Runden. Kriegen wir überhaupt Munition, frage ich mich. Ah, da sind ja die Munitionskisten. Gott sei Dank bekomme ich hier wenigstens Munition. Thank you.
Ach, noch 9 Runden, meine Fresse. Und das soll unmöglich sein? Was ich nicht hier lache. Das ist auch hier Pipifax.
Oh, Leute, da sind wir jetzt nun angekommen. Der Kampf-Grog. So, das kriegen wir doch locker schnell hin. Vor allem, wie oft haben wir gegen den gekämpft? Mann, wir haben echt viele von seinen Blutsverwandten irgendwie gekillt. So, da bist du ja. So, gleich haben wir ihn. Nein, du holst nicht deine Kinder. Jawohl. Den ersten haben wir schon mal gekillt. Ich fasse es nicht. Der Kampfgott ist erledigt. Und jetzt kommt der letzte Bossgegner hier. Das werden wir doch sicherlich schaffen. So, Master Zukorn, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Und du tanzt erstmal für mich. Okay, das Ding kann nicht tanzen. Oh, doch, das kann tanzen. Wollte schon sagen. Oh Gott. So, der erste Kopf ist schon mal ab. Ja. Pech für euch. So, und dein Bruder? Ist Kopf ab. Besser gesagt, Kopf los. Aha, jetzt nur noch du, mein Freund. Und das soll unmöglich sein, dass ich nicht lache. Oh, da ist er jetzt mir und wütend. Tja, ich würde sagen, du bist jetzt ein Haufen Schrott, mein Freund. Der Shinpomat wurde ursprünglich als Partygag entwickelt von gelangweilten Grummelnet-Ingenieuren. Zielen Sie auf den armen Wicht, den Sie verwandeln wollen, und drücken Sie den Abzug. Presto! Sofortige Affisierung! Der Shinpomat, erhältlich nur bei Grummelnet. Leute, ich kann's einfach nicht glauben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben das Ranitarium-Turnier gewonnen. Boah, und das beim ersten Versuch. Ja gut, das beim die erste Herausforderung zwar nicht, aber trotzdem. Leute, wie geil ist das denn? Wir haben auch somit das Turnier, also beziehungsweise den Arenaplex komplett geschafft. Ich bin echt stolz auf mich. Boah. Meine Fresse, was haben wir denn bitte schon hier geschafft, Jalis? Und ja, der Schafomat ist eigentlich nur eine Spaßwaffe. Und diese Spaßwaffen kennt man ja schon bereits auch schon aus dem ersten Teil. Ich meine, es gab ja auch schon den Schafinator aus dem zweiten Teil. Dann gab es, glaube ich, auch noch eine Waffe aus Tools of Destruction, wo die Gegner zu Pinguin wurden. Ich meine, klar, kann man sie gerne an kleineren Gegnern mal verwenden. Aber an großen Gegner ist sie sehr, sehr nutzlos. Leute, wir haben es einfach geschafft. So, ich meine, Zeit ist ja noch ein bisschen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fliegen ganz schnell hier weg und schauen mal kurz, ob wir etwas noch was anderes machen können.
So, ah, Moment mal. What the fuck? Ich habe einen Mond nicht erkundigt? Ach, Moment mal, das ist doch bestimmt der Mond, wo ich damals gefragt habe, warum leuchtet nicht grün? Aber dort haben wir alles. So, Moment mal, ich öffne erstmal die Karte. So, mir fehlt tatsächlich noch ein Sony und ein Goldbolt. Ah, so, jetzt seht ihr, dank dem Kartomat, den wir jetzt haben, können wir jetzt genau herausfinden, wo und welchem Planeten noch Sachen fehlen. Und das finde ich echt eine gute Sache. So, ich schaue erstmal nochmal hier drüben. Dort ist noch eine Riederholo-Karte. Und genau, hier ist noch ein Sony und eine weitere Riederholo-Karte. Aber dort werden wir erst die holen, wenn wir wieder zu Berninus-Sekte hinreisen müssen. Hier habe ich schon alles. Die restlichen Monde werden wir auch noch erkunden. Wenn wir schon mal hier sind. So, Planet Lumos. Und was haben wir hier? Ah, da fehlt nur ein Goldbolt. Ja, dann würde ich mal sagen, fliegen wir ganz schnell zu Planet Zanifa und hol den letzten Goldbolt. Und dann werde ich auch die Folge beenden. So, da sind wir nun wieder. Na schön, laut Karte. Wo könnte der Goldbolt sein? Moment. Ach, da hinten. Da hinten? What the fuck? Da hinten soll er sein. Ach jo, dort sehe ich den jetzt selber. Aber wie bekomme ich denn den? So, aber ich glaube, den kriegt man schon ganz leicht. Ich muss nur jetzt nur ein bisschen hier ein bisschen wandern gehen. Auf jeden Fall auf der anderen Seite müssen wir gelangen. So, die Gegner würde ich auch wirklich komplett ignorieren, falls welche hier sein sollten. Aber ich glaube, hier sind keine Gegner mehr. So, nee, hier bin ich falsch. Ich muss hier lang. Und genau, also ich nähere mich schon einem richtigen Ort, eine richtige Stelle. Zack und zack. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich denn dorthin? Bestimmt hier. Ah, okay, Problem gelöst, Leute. Okay, Problem gelöst. Aber ich frage mich, wieso bin ich nicht damals drauf gekommen, dass hier etwas versteckt ist? Habe ich das so überhaupt wirklich übersehen? Sehr merkwürdig. Alles merkwürdig. Okay, Leute, egal. Ich habe den Goldbolt dann gefunden. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Nun gut, Leute, ich würde auch sagen, das war es dann auch wieder mit der Folge. Ich weiß, wir sind eigentlich so weit noch nicht so viel weitergekommen. Aber hey, wir haben wenigstens das Ranitarium-Turnier jetzt geschafft, wenigstens etwas und ein Goldbolt bekommen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Schatzsuche einfach und schauen dann einfach, wie wir dort weiter ankommen werden. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da oder schreibt doch wenigstens einen netten Kommentar, denn das würde mich wirklich sehr, sehr positiv freuen. Und ich sage nur noch danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns dann das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank, A Crack in Time. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.